Hey Leute, hier ist wieder Mr. Kurab und es ist mal wieder Zeit für eine neue Gamers Week. Diese Woche die Themen, die Gamer ist wieder dabei, sich irgendeinen Mist auszudenken und ja, natürlich das Nintendo Direct von gestern Abend. Meine Meinung, mein Review dazu kommt auch gleich. Da ich dazu noch eine ganze Tonne Updates habe, diesmal eben nur zwei große Themen. Entsprechend fangen wir mit eben den Updates auch direkt an. Zuerst mal Gerüchte, Star Citizen, die Raumkämpfe sollen im April kommen und Star Wars, die 7. Episode, soll im Mai angefangen werden zu drehen. Sind allerdings hier nur Gerüchte. Dann wäre dann auch Battlefield 4, und das ist echt 1:1, was ich gerade erst im Top 5 Video vorhergesagt habe. Hier ist der Link für die, die es noch nicht gesehen haben, ich werde hier nicht alles wiederholen. Und wirklich 1:1, was ich vorher gesagt habe, einen Tag später bestätigt. Da gab es ein Interview bei EA, unter anderem zu Battlefield 4 und natürlich kam die Frage, da der Launch ja so beschissen war, wüsste man ja jetzt doch sicherlich, was die Probleme wären und sowas würde nicht nochmal vorkommen. Worauf mehr oder weniger die Antwort kam, wir wissen nicht, worüber ihr redet. Battlefield 4 ist ein unheimlich erfolgreiches Produkt, sowohl kommerziell als auch gameplay-technisch in allen anderen Gebieten. Und ja, da gab es eine Menge Lärm drum, aber das glaubt nicht daran, dass wir eine riesige Fanbase haben und eigentlich jeder Battlefield 4 gekauft hat. Und wenn dann auch nur ein ganz kleiner Teil davon schon ein bisschen Probleme hat und sich aufregt, dann sind das schon wieder ganz viele Leute, weil das ja so riesig viele Leute insgesamt sind. Ja, es gab hier und da ein paar kleine Problemchen und klar werden die gefixt, aber nö, also eigentlich. Ja, das ist 1:1, was ich vorher gesagt habe und ich kann es hier nur nochmal betonen. Wenn wir da was ändern wollen, würde rumheulen uns nicht helfen. Dann müssen wir echt da entscheiden, wo es die echt übel trifft, nämlich mit der Brieftasche. Wir kaufen den Scheiß einfach nicht. Solange wir es kaufen, werden sie exakt so weitermachen. An sich, EA hatte ja auch das Versprechen gegeben, es wird nicht an DLCs und Erweiterungen gearbeitet, bis das Spiel ordentlich läuft. Dreimal dürft ihr raten, sie arbeiten inzwischen wieder an DLCs und kündigen da neue Sachen an. Das Spiel läuft bei vielen Leuten immer noch nicht ordentlich und ist total verbuggt, aber who cares? Dann wäre da Titanfall. Die Beta läuft nur in nativer 792p Auflösung. Ziemlich schräge Zahl. Und PlayStation-Fans, die sich darüber beömmeln und einen dran runterholen, dass die Xbox One ja viel zu schwach ist, in 3, 2, 1 los. Und ihr kennt meine Meinung zu dem ganzen Auflösungsquatsch. Solange das Spiel gut ist, ist mir die Grafik ziemlich egal. Allerdings zeigt ja auch die Auflösung mal wieder, dass die Next-Gen-Konsolen dann doch nicht so stark sind, wie sie es gerne wären. Hier der Witz ist, bei PlayStation sieht es gerade nicht besser aus. Da ist auch gerade bekannt geworden, The Order 1886 wird nicht 1080p laufen, sondern nur so eine komische 1920x800p Auflösung, weil mit Full 1080p schafft man das Anti-Aliasing nicht mehr. Aber wenn man es eben so ein bisschen runterschraubt, ist noch vierfaches Anti-Aliasing drin und das sieht einfach viel geiler aus, sagt der Entwickler. Das Ganze wird auch nur bei 30 Frames per Second laufen und es wird keinen Multiplayer haben, was noch das größte Problem ist, weil wir haben den Trailer gesehen und da war ja eben dieses Team, das diese komischen Zombie-Werwolf-Dings-Viecher weggeballert hat und das Spiel sah perfekt aus wie ein Koop-Multiplayer und es ist scheiße, wenn da keiner kommt. Hier haben auch die Entwickler wieder gesagt, wir wollen nicht einfach so einen Multiplayer machen, weil das würde dann irgendwas Dahingeschissenes werden, einfach weil jeder denkt, dass einer kommen muss und wir konzentrieren uns lieber ganz auf den Singleplayer und liefern dort was Ordentliches ab. Und so geil ein Multiplayer für das Spiel gewesen wäre, da habe ich dann ganz offenen Respekt davor, weil Multiplayer wird heute so als Standard und Pflicht angesehen, da finde ich es echt beeindruckend, wenn mal einer sagt, nope, wir konzentrieren uns lieber ganz auf den Singleplayer, statt irgendwas Hingeschissenes zu machen. Dafür habt ihr meinen Respekt. Schade, dass der Multiplayer nicht kommt, aber Respekt für so eine Entscheidung. Und ja, zu den richtigen Themen, die GEMA ist mal wieder mit dabei und die haben jetzt vor, für eingebettete YouTube-Videos extra Kosten zu verlangen. Für die, die es nicht wissen, wenn ihr beispielsweise dieses Video teilt, dieses kleine Video, das dann auf Facebook auftaucht, ist ein eingebettetes Video. Und genau dafür solltet ihr dann ab demnächst Abgaben zahlen an die GEMA. Begründung, man könnte ja nie eindeutig erkennen, woher diese eingebetteten Videos kommen und derjenige, der das Video nicht gemacht hat, der weiß ja nicht unbedingt, dass das Video da eingebettet worden ist. Entsprechend soll ich jetzt Geld dafür bezahlen, wenn ich meine eigenen Videos auf zum Beispiel einer eigenen Homepage einbette oder auf einer Website oder in meinem Blog oder sonst wo. Weil vielleicht weiß ich ja nicht, dass diese Videos auf YouTube sind und dass ich sie da eingebettet habe. Because fuck logic. Wieso nicht gleich eine Steuer auf die Soundfrequenzen, die ich täglich in meinem Ohr aufhöre? Oder besser noch, wenn wir das nächste Mal irgend so einen Vertrag brechen, dann konfisziert ihr gleich den Gehirnteil, der Klänge umsetzt in meinem Kopf. Oder hört ihn ab für den Fall, dass ich Musik höre, die ich nicht gekauft habe. Ernsthaft, geht's euch noch gut? Hier mal ein Beispiel, einfach. Hier eingebettetes Video von dem Nintendo Direct gestern auf der Website.
wenn man darüber geht, schaut mal unten rechts, wisst ihr, was da steht? YouTube. Ich habe hier extra mal vergrößert. Selbst wenn ich ein totaler Kacknoob, wenn es um Computer und Internet geht, wäre, würde ich hier sehen, oh, das kommt von einer größeren Seite und die heißt YouTube. Da mal ganz davon abgesehen, dass so ziemlich jeder YouTube kennt und weiß, wie ein Video davon aussieht. Die sind einfach nicht zu verkennen. Plus die Tatsache, ich weiß also nicht davon, dass ein Video von mir eingebettet worden ist. Okay, stimmt, kann ja sein, dass irgendwer von euch auf Facebook meine Videos gepostet hat und ich weiß es nicht. Dafür solltet ihr dann Abgaben zahlen. Nein, die GEMA. Aber nicht an mich. Weil deshalb halt. Ernsthaft, GEMA, lasst uns doch einfach in Ruhe, ernsthaft. Wieso müsst ihr ständig in diesen Scheiß einmischen, als ob ihr die ganz großen Bosse seid? Haltet doch einfach die Klappe und lasst uns verdammt nochmal in Ruhe. Und ja, jetzt noch zu dem Nintendo Direct von gestern Abend. Das war ja sehr erwartet und gehypt und eigentlich war es nicht schlecht. Es war lang, wir hatten tonnenweise Trailer und neues Bildmaterial, einiges an Ankündigungen, einiges an Release-Daten und auch einige von diesen Nintendo-typischen, yo, wie wär's mit dem tollen Game, es ist jetzt sofort draußen und verfügbar Sachen. Aber eigentlich war's scheiße. Okay, hier ein bisschen Erklärung erstmal. Der Stream war für den Arsch, wirklich lag direkt aus der Hölle. Das ging gar nicht. Ich habe dort zwischen 3 oder 4 verschiedene Streams und Quellen hin und her gewechselt, in der Hoffnung, irgendwo was zu erwischen. Das ging gar nicht. Ich musste mir alles später nochmal mehrfach anschauen. Und es ist einfach, natürlich, man hatte große Erwartungen. Man erwartet was Ähnliches wie letztes Jahr im Januar. Man weiß, dass sowas nicht kommen wird, aber man erwartet es doch irgendwo. Und natürlich ist es halt am Ende nicht so. Aber das ist noch nicht mit das Problem. Das Problem ist einfach wieder totaler Fokus auf den 3DS und die Wii U wird links liegen gelassen. Wirklich, das beginnt geil hier. Smash Bros. Little Mac wird bestätigt. Geil, haben sich viele gewünscht. Ich hätte nicht erwartet, dass er es schafft. Aber das Moveset sieht sehr viel geiler aus, als ich es mir hätte vorstellen können. Und danach erstmal eine halbe Stunde 3DS. Nein, besser noch, 3DS eShop-Titel. Ernsthaft, Leute? Für das erste Direct 2014? An sich, die Sachen, die gezeigt wurden. Es gibt eine Menge interessante Sachen dabei, eine Menge gute Sachen. Die Trailer, wir haben für X und Bayonetta 2 und Mario Kart und Donkey Kong und Smash Bros. Alles neue Trailer bekommen. Eigentlich alles geile Sachen, aber in dem Zusammenhang alles nicht gut. Ich meine, schaut euch mal an. Erstes Direct 2014, erstes Direct nach den Finanzergebnissen, erstes Direct nach dem Investoren-Meeting. Direct kommt zu einer ungewöhnlichen Zeit, 23 Uhr statt 3 oder 5 Uhr oder sowas. Es gab einen Haufen Retweets von so ziemlich jedem, der mit Nintendo zu tun hat. Und dann direkt am Anfang Smash Bros. Little Mac Reveal. Viel mehr Hype und große Erwartungen kannst du gar nicht aufbauen. Und dann erstmal eine halbe Stunde 3DS und 3DS eShop. Ernsthaft, das geht gar nicht, Nintendo. Vielleicht ist es euch nicht aufgefallen, aber ihr habt eine Konsole, die in der Scheiße steckt. Und zwar richtig tief. Die sollte man vielleicht mal versuchen zu verkaufen und Hype aufzubauen. Was wir für die Wii U gesehen haben, ja, geile Trailer, aber nichts wirklich Aussagekräftiges. Wir haben ein Release-Datum bekommen für Mario Kart am 30. verkackten Mai, dem zweitspätesten Tag im ganzen verschissenen Monat. Vor allem, ich weiß, wie gering die Chance, aber irgendwo hatte ich die Hoffnung, dass da vielleicht noch irgendein Titel ist, der zwischen Donkey Kong jetzt in einer Woche und dann Mario Kart in über 3 verdammten Monaten kommt. Nein, nichts groß. Okay, NES Remix und Advance-Spiele für die Virtual Console, aber ihr wisst, was ich meine, da ist wieder gottverdammte Flaute. Und es gibt eine Menge Leute, die es vermuten und behaupten, und ich hoffe jetzt mal, dass die recht haben, Mario Kart 8 soll angeblich extra nach hinten verschoben worden sein, damit danach nicht wieder so eine Flaute ist. Ich bete jetzt mal für euch, dass das stimmt, weil wenn das danach so weitergeht, dann ist echt hier Land unter, dann was? Dann können wir uns die Wii U genauso gut in den Arsch schieben. Egal, ob da jetzt Smash Bros. Zelda oder sonst was kommt, das geht dann einfach nicht mehr. Punkt ist einfach, die Inhalte im Direct wären für die meisten anderen Directs und kleineren Directs akzeptabel gewesen, aber für das große, dicke, erste 2014, jetzt hier so retten wir die Wii U, das ist für dieses Jahr geplant, das kommt diese E3 Direct, geht's gar nicht. Es ist einfach, als ob ihr das komplett ignoriert, dass es da irgendwelche Probleme gibt. Oder dass wir vielleicht irgendeinen Hinweis haben wollen, dass ihr noch Vertrauen in die Konsole habt. Es gab da einfach so ziemlich gar nichts in die Richtung und da ist es egal, was für andere interessante oder seltsame oder verrückte Ankündigungen ihr gemacht habt. Wie gesagt, X, Bayonetta 2, beide Trailer sehen unglaublich geil aus. Wieder nur Release-Datum irgendwann 2014. Also, jetzt auf Nintendo, das hätte man echt besser machen können. Egal, bevor ich jetzt noch ewig lange rumrage, zum Schluss noch das WTF der Woche. Das ist der Goat Simulator. Das ist eigentlich mal mehr oder weniger ein Witz gewesen, den haben sicherlich viele von euch mitbekommen. Und der wird jetzt ein echtes Spiel, because fuck yeah, why not? Goat Simulator, her damit. Open World, sei eine Ziege und macht Ziegensachen halt irgendwie, sowas in der Art. Because Logic, eben nicht, also
Why? Ernsthaft, ich raff's nicht, aber ganz ernsthaft, wen kümmert's? Das sind Videospiele. Also, ja, für jeden, den es interessiert, hier ist der Goat Simulator. Den kannst du jetzt vorbestellen. Und ja, das war's dann auch mit dem Video. Keine Sorge, das Review zu Bravely Default ist in der Mache, wird in den nächsten paar Tagen kommen. Kann ich versprechen. Und hier auch noch kurz so ein paar Sachen, die ich verspätet aufgenommen und hinzugefügt habe. Erstmal, sorry, dass hier jetzt so wenig verhältnismäßig Bildmaterial ist in dem Video. Ich stehe ultra unter Zeitdruck gerade. Unter anderem, weil ich habe jetzt gerade eben total aus dem Unbekannten Titanfall Beta Invite bekommen. Für dieses Wochenende, ich bin dabei, geil, werde ich ausprobieren, werde ich auf jeden Fall ein Video machen, so meine Meinung, wie spielt sich die Beta. Keine Ahnung, ob es auch mit Gameplay-Material ist oder nicht, aber ich werde einfach mal ein bisschen versuchen, wenn ich die Zeit habe. Und ja, auch hier so für Nintendo Direct und solche Sachen werde ich halt ab jetzt auch einzelne Videos machen. Das ist das letzte Mal, dass es hier in der Gamers Week ist, das passt zeitlich einfach nicht. Grund, warum ich es jetzt noch nicht gemacht habe, ist ja, ich stehe ultra hart unter Zeitstress gerade. Und ja, entsprechend, wem das Video gefallen hat, ich freue mich immer, wenn ihr ein bisschen helft, das Ganze zu verbreiten, mal einen Freund weitergibt oder sowas. Ansonsten, wer selber Ideen, Kritik, Vorschläge und sonst was hat, immer sofort alles in die Comments. Ich bin immer froh, da irgendwas von euch zu hören. Wie gesagt, wir sehen uns dann schon in ein paar Tagen wieder mit dem lang erwarteten Video zu Bravely Default und bis dahin, alles Gute und man hört sich. Euer Mr. Kurab.